Heute machen wir super leckere Hähnchenschnitzel aus dem Ofen mit einer knusprigen Cornflakes-Panade. Die gehen ganz einfach. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Als erstes ungezuckerte Cornflakes mit Parmesan und Kräutern im Mixer mixen. Muss nicht ganz klein sein, können ruhig noch ein paar Stückchen zu sehen sein. Dann Eier mit scharfer Soße vermischen. Die scharfe Soße schmeckt man hinterher auch gar nicht so scharf raus, gibt aber einen guten Geschmack ab. Dann die Hähnchenbrust, die halbiere ich, damit sie nicht so dick ist, die Schnitzel dann hinterher. Dann erstens Ei und dann in die Cornflakes-Panade. Dann aufs Backblech geben, mit etwas Öl beträufeln und dann können Sie schon ab in den Backofen. Lass es dir gut schmecken.